Auch wenn es den Anschein erwecken könnte, Robin Dutt wollte sich nicht verstecken. Der Coach des SV Werder hatte eine Radtour angeordnet, den freien Montag gestrichen. Die Pokalschmach von Saarbrücken hat Bremen mächtig geschockt. Öffentliche Vorwürfe gab es aber nicht. Intern, denke ich, haben wir mehr als deutliche Worte angesprochen, aber ich bin jetzt neu hier, ich muss mit den Jungs noch einen harten Weg noch gehen und ich glaube, es wäre sicherlich für falsch beraten, wenn nach der ersten Niederlage, wenn sie noch so wehtut, ich gleich hier eine öffentliche Schelte betreiben würde. Neuer Trainer, neue Einstellung, alles sollte rund erneuert werden. Schon vor dem Saisonstart ist klar, bei Werder ist alles beim Alten. Macht die Aufgabe natürlich nicht leichter, schwerer. Ja, weil wir wollten ja einen Cut machen zur letzten Saison. So vermischt sich natürlich wieder einiges in der Darstellung. Und wenn ich ausscheide beim Drittligisten, ja, dann gibt es nicht viele Erklärungen. Es spricht für sich die Niederlage. Die Fans müssen schon wieder Schlimmes befürchten. Es kommen ernsthafte Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit ihrer Grün-Weißen. Es fehlt an der mentalen Stärke, es fehlt an einer Rangordnung. Und es fehlt vor allem an der Qualität im Kader, für den das von Dutt bevorzugte 4-3-3-System offenbar zu anspruchsvoll ist. Wir haben viele taktische Anweisungen nicht eingehalten, einfach nicht das abgerufen, was wir können. Und da waren elf Spieler auf dem Platz, die einfach unter ihrem Limit gespielt haben. Und dann reicht es gegen keine Mannschaft. Zum Bundesliga-Start ist Werder zu Gast bei Aufsteiger Braunschweig, der sich auch nicht mehr um den DFB-Pokal kümmern muss. Robin Dutt dürfte bis dahin noch schlaflose Nächte haben. Nein, Angst und Bange nicht. Dazu bin ich jetzt auch schon zu lange Trainer, um zu wissen, wie man mit Situationen umgeht und nach jedem Rückschlag natürlich auch sehr schnell wieder ein Erfolgserlebnis stehen kann. Zu dem Treffen am Samstag, glaube ich, zwei Mannschaften, die jetzt nicht gerade mit einem Lächeln im Gesicht über die Woche ins Training gehen. Und danach hat wenigstens eine Mannschaft vermutlich weiterhin oder erstmals ein Lächeln im Gesicht. Und da weiß ich als Trainer, dass du jetzt natürlich aufarbeiten musst, heute aufarbeiten musst, morgen vielleicht noch. Aber so ab Mittwoch geht es nicht aufzuarbeiten, sondern vorzubereiten. Und das tun wir dann, ja. 14 Pflichtspiele sind die Bremer nun ohne Sieg. Mit Selbstvertrauen fährt da keiner zum Nordduell nach Braunschweig.